Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem weiteren Video für euch. Heute machen wir gleich zwei Karten. Wie im letzten Video habe ich hier bereits aus dem wunderschönen Memory Box Stanzen Set oder Alphabet Set die Wörter Anke und Sascha gestanzt und ich habe das wieder in drei Schichten zusammengesetzt. Und damit das Ganze ein bisschen hervorgeht, habe ich dann auch das Ganze noch eingefärbt. Ich habe mit der Schablonierpaste in Schwarz und einer Schablone vom Action einen Hintergrund schon bereits schabloniert. Und das, was auf der Schablone über war, habe ich dann auf einen zweiten Hintergrund mit einem feuchten Feuchttuch draufgeschmiert. Das Ganze muss natürlich durchtrocknen, bevor es weitergeht. Ich habe hier bereits auch Stanzen vorbereitet. Ich habe so eine Ecke mit Zahnrädern und die habe ich für die Karte Sascha aus goldenem Spiegelkarton, beziehungsweise wie ihr seht, das ist irgendein Verpackungsmaterial, was halt von der einen Seite gold beschichtet ist. Und das Ganze natürlich auch wieder aus meinen Resten, aus Aquarellpapier und das schichten wir jetzt aufeinander. Hier benutze ich am liebsten Flüssigklebe, da habe ich bessere Kontrolle und ja, es dauert zwar ein bisschen, aber der Kleber ist wirklich zuverlässig und man kann halt den auch ganz gut dosieren. Zwischen den Schichten immer beschweren, dann kann der Kleber besser anhaften und sich auch verteilen. Und dann kann man in der Zwischenzeit das zweite Element kleben. Ja, und das wiederholen wir jetzt wirklich ein paar Mal, bis wir eine gewisse Stärke erreicht haben, dass die gestanzten Elemente auch nicht so wabbelig, nicht so dünn und frimmelig sind, sondern tatsächlich eine gewisse ja, Chipboard-Art haben. Nur, dass der Chipboard oft ja gar nicht so fein ist. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Hier habe ich festgestellt, dass ich noch einige Ausstanzungen nicht rausgeprickelt hatte. Und das wird jetzt hier nachgeholt, wieder beschweren und dann geht es mit dem ersten Teil weiter. Ich meine, es ist überaus üblich bei mir, drei Schichten Aquarellpapier und einmal die obere Schicht, je nachdem, was ich dann da habe. Das ist alles relativ uninteressant, das weiß ich auch. Und ich muss mich entschuldigen, dass ich den Anfang des Videos ja so abgehetzt habe. Ich habe das einfach angefangen zu basteln und dachte ich, eigentlich wäre das ein schönes Material für euch, um zu zeigen, was man denn so Schönes auch mit Schablone und Schablonierpaste machen kann. Ja, da ist eigentlich kein Hexenwerk. Ihr nutzt die Schablonierpaste, die ihr zu Hause habt oder ja, Schablonen. Also die Schablone zum Beispiel, die ich benutzt habe mit den Zahnrädern, die war jetzt vom Action. Die gab es jetzt vor einer Weile. Da sind noch die schwarzen Schablonen, noch die alte Generation, sage ich mal. Aber ich weiß, dass fast jeder von euch irgendeine Art von Schablone zu Hause hat und das einfach nachbasteln kann. Die Hintergründe habe ich euch auch in einem weiteren Video vorher schon gezeigt. Die habe ich sozusagen angefertigt und da waren es um die 26, glaube ich, am Stück. Hier seht ihr, habe ich auch noch gleich für die zweite Karte angefangen, meine Ausstanzung vorzubereiten. Für die weibliche Karte habe ich jetzt silbernen Spiegelkarton genommen und den schichten wir auch jetzt aufeinander und machen das Ganze stabiler. Das ist wieder das Goldene und jetzt wechseln wir. So, dann habe ich mit der Platzierung ein bisschen gespielt und geguckt, wie es mir denn am besten gefällt. Hier seht ihr wirklich der Hintergrund, bisschen Schablonierpaste und ja, ich habe die Außenränder von der Schablone noch ein bisschen mit dem Finger verwischt, damit das Ganze ein bisschen ja, weicheren Übergang hat. Aber das ist auch alles so Spielerei. Das könnt ihr handhaben, wie es euch am besten gefällt. Das kommt ja auch noch auf die Schablone an. Diese war zum Beispiel recht großflächig. Hier arbeiten wir wieder mit Flüssigkleber und tragen den großzügig auf die Ausstanzung drauf. Und dadurch, dass das hier so eine Ecke ist, habe ich gedacht, man kann sie super aneinander setzen, so ein bisschen versetzt. Da bleibt so ein Zentimeter ungefähr oben und unten über. Und das Ganze wieder natürlich beschweren, damit das Ganze auch super klebt. Ich habe hier Draht, müsste auch vom Action sein.
so einer Farbe Kupfer. Und ich habe das jetzt aufgewickelt und versuche dann jetzt so eine Art Schlaufe zu binden. Wickel das ein bisschen ins Innere und fixiere das Ganze. Und da es Draht ist, empfiehlt sich da auch mit der Zange ein bisschen vorsichtiger dran zu gehen, weil ihr könnt euch auch damit schon verletzen. Also ich wickel einfach das Ende um die Schlaufe, von, also sozusagen rein und drumherum, damit das Ganze auch in Form bleibt. Und so haben wir eine kleine und eine große Schlaufe und die möchte ich halt auch gerne mit auf der Karte verarbeiten. Da mir das Ganze irgendwie noch, ich sag mal, dass der Name vielleicht nicht so zur Geltung kommen würde, habe ich jetzt mich für Transparentpapier entschieden, habe das in etwa in die Größe zugerissen, wie ich meine, dass das ausreicht, um den ganzen Namen zu verstecken. Ich habe jetzt auch hier wieder in der Mitte angefangen und habe die einzelnen Buchstaben jetzt nach und nach geklebt. Mit dem T-Lineal könnt ihr sicherstellen, dass ihr mit den Buchstaben gerade bleibt. Jetzt noch die rechte Seite. Beim Transparentpapier und Flüssigkleber müsst ihr natürlich auch ein bisschen aufpassen. Transparentpapier wälzt sich gerne bei flüssigem Kleber oder bei Feuchtigkeit allgemein. So. Und jetzt finde ich schon, dass das Ganze besser wirkt oder zumindest der Name besser zur Geltung kommt mit dem sehr, ich sag mal, aufwendigen oder sehr, wie soll man das bezeichnen, sehr unruhigem Hintergrund. So, ich habe hier noch ein paar Brads mir rausgenommen aus meiner Schatulle. Die müssen auch, glaube ich, vom Action sein. Die sind jetzt einfach, ich sag mal, schlicht metallisch. Und ich habe mir auch noch ein paar Charms ausgesucht, die kommen auch gleich zum Einsatz. Ich gucke, wo ich dann jetzt meine Brads anbringen kann und fixiere den Draht jetzt auch tatsächlich mit den Brads. Dann muss ich nichts kleben und ich bin auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass die nicht abfallen. Bei schweren Gegenständen, da müsst ihr eigentlich schon mit recht starkem Kleber arbeiten oder wie jetzt hier, kann man sich sehr gut mit Brads behelfen oder Musterklammern auf Deutsch. Und ja, ich fixiere das an zwei Stellen und bin mir dann halt auch ziemlich sicher, dass das auch nicht aufgeht. Das wird ja noch alles auf eine Karte gesetzt. Ja, das war jetzt so der Prozess und ich weiß, dass später noch ein paar Zahnräder dazu kommen, weil ich das Ganze wieder aufmachen werde. Aber das ist halt so beim Basteln, man weiß vorher nie hundertprozentig, wie das Endergebnis wird, zumindest ich nicht. Ich bastle einfach drauf los und ab und zu fällt mir irgendwas ein, ach, ich habe noch dies und ich habe noch das und das könnte man auch noch benutzen. Und ja, ich zeige euch einfach alles, wie es so nach und nach entstanden ist. Da habe ich noch eine Ecke weggerissen, weil ich dachte, das verdeckt den Hintergrund zu viel. Da habe ich einfach nur eine Kante reingeschlagen und ich mache das so ein bisschen, mache dann noch Knicke rein. Beschwere das Ganze, weil jetzt ist sozusagen soweit alles geschichtet. Und dann dachte ich, dann können wir auch uns ein Kartenrolling zuschneiden. Das ist schwarzes Aquarellpapier vom Action. Oh, und da sind auch die Zahnräder, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und damit wir halt auch die nicht ankleben müssen, habe ich gedacht, ja gut, man kann auch die Brads wieder aufmachen und damit halt beides fixieren. Das heißt, die Zahnräder kommen oben drauf, das Draht drunter und dann zwischen den Klammern das Ganze festmachen. Und wie auch oft, habt keine Angst vor Veränderung, habt keine Angst, Fehler zu machen oder irgendwas falsch zu machen. Man kann viele Sachen wirklich noch hinterher entweder ändern oder bearbeiten oder retten. Ich habe hier eine dünne Pappe genommen und habe mir dann die Stellen markiert, wo ich dann abschneiden muss. Und dann kann ich auch mit meinem kleinen Hebelschneider arbeiten, weil da muss ich nichts ausmessen oder mich an der Skalierung halten. Einfach da, wo ich Markierung gesetzt habe, abschneiden. Und wie immer habe ich hier wieder doppelseitiges Klebeband und zu Verstärkung nehme ich auch Flüssigkleber noch dazu, damit das wirklich alles flächig und gleichmäßig überall kleben kann.
Und das Ganze gibt dann auch Stabilität für die Karte oder für den Aufleger und ist auf jeden Fall eine schöne flache Fläche, die man auch später sehr gut an den Kartenrolling ankleben kann. Ich habe gedacht, ein paar Spritzer würden hier nicht schaden und habe dann meine Spritzbox rausgekramt. Hier ist einfach schwarze Acrylfarbe, müsste auch vom Action sein. Ich habe ein bisschen Wasser dazu gegeben, um das Ganze zu verdünnen, weil ihr müsst schon die Farbe recht dünn haben oder flüssig, damit ihr vernünftige Spritzer setzen könnt. Hier habe ich einen sehr großen Spritzer, aber auch das hält mich nicht ab, weiterzumachen. Ich habe mir gedacht, spätestens beim Schmucksteine kleben, würde ich das entweder verdecken oder irgendwie anders verstecken. Also das ist kein Problem. Ich habe hier noch ein silberschimmerndes Spritzspray oder wie auch immer. Da benutze ich meistens aber auch nicht die Sprüheinheit, sondern ich schraube mir das Ganze auf und sprenkel dann mit der Nase, also das, was sozusagen in der Flasche drinne hängt. Hier habe ich auch noch weiße Acrylsprühfarbe. Die ist halt höher pigmentiert und man kann auch da bestimmt sehr viele andere Sachen für verwenden. Ich benutze einfach das, was ich da habe. Und ja, hier habe ich alles wieder sauber gemacht und weggeräumt. Und soweit ist die Karte fast fertig. Es muss natürlich auch alles durchtrocknen, die ganzen Sprenkler. Und ich habe gedacht, ich benutze meine Nuvo Drops. Ich habe ja jetzt in letzter Zeit so viele oder alle meine Farben, die ich als Nuvos habe, tatsächlich gequetscht und mir jetzt ganz viele quasi auf Vorrat angelegt. Aber ich habe auch hier meine Schatulle, die ist vom letzten Jahr, meine ich, oder vom vorletzten Jahr sogar. Und da sind noch ein paar, die ich definitiv noch benutze. Also ich schmeiß nichts weg. Es ist zwar ärgerlich, dass das Ganze oft aneinander klebt, aber die sind nicht komplett schlecht oder so. Also ich habe hier ein paar in einem Vintage-Rot oder sowas. Also es ist ein Rotbraun, würde ich fast sagen. Und ich fand, das passte sehr gut zu dem Kupferdraht und war so ein bisschen so ein anderes also eine etwas andere Farbe, die halt das Ganze irgendwie auch noch hervorhebt. Und dann habe ich noch braune dazu kombiniert, die halt einfach besser ins Farbschema passten. Also ich finde, Männerkarten brauchen keine quietschbunten Farben, aber die neutralen Farben wie jetzt Brauntöne, Grautöne, Schwarz-Weiß und so weiter geht eigentlich so ziemlich immer. Ich verteile hier die ganzen Drops, mal große, mal kleine. Und wie oft setze ich mir dann halt so Ansammlung von 2, 3. Manche werden halt hier ein bisschen versteckt, dass man nur einen Teil davon sieht. Aber es macht das Ganze irgendwie auch interessanter. Da mein Sprenkler, mein Riesenfleck, wird wie gesagt verdeckt, überklebt. Und schon ist es auch nicht mehr so dramatisch. Also man kann die Buchstaben nach wie vor gut lesen. Ich habe hier noch ein bisschen nachgeföhnt, weil ich dann das Ganze fertig kleben wollte. Aber die weiße Acrylfarbe war leider noch nicht ganz trocken. Und ich wollte halt nicht viel rumschmieren. Beim Föhnen hat sich dann ein bisschen mein Kleber angelöst. Dann habe ich jetzt nachgeklebt. Ja, und wir sind sozusagen mit der Karte Nummer 1 so gut wie fertig. Jetzt wird eigentlich nur noch der Aufleger auf den Kartenrolling selbst aufgeklebt. Und wie immer doppelseitiges Klebeband, wenn ich welches da habe, und Flüssigkleber. Das Schöne bei Flüssigkleber, ihr könnt noch ein bisschen schieben, wenn ihr euch dann beim Aufsetzen ein bisschen vertan habt. Für die zweite Karte habe ich ja die Buchstaben schon vorgefertigt, auch die Stanzteile mit Silber. Und ich habe ganz viele Blätter und Blümchen noch von letzten Projekten über gehabt oder von meinem Planer noch sogar. Und dann dachte ich, okay, ich setze mir so ein bisschen eine Collage zusammen. Habe jetzt alles wieder runtergeschmissen und natürlich muss das Ganze auch geklebt werden. Ich habe die gleichen Stanzteile
benutzt wie auf der ersten Karte. Ich habe die einfach nur anders gesetzt. Wie gesagt, dadurch, dass die halt so eine Ecke bilden, kann man die natürlich auch sehr schön in eine Ecke platzieren. Aber man kann auch die aneinander setzen. Das sind zwei gerade Flächen und man kann halt entweder die kurzen Seiten aneinander setzen oder die langen Seiten. Und hier habe ich gedacht, wir machen das so ein bisschen parallel. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze wieder kleben. Und ja, ich habe die langen Seiten aneinander gesetzt und drücken wir das Ganze noch ein bisschen an. Natürlich wieder beschweren. Und ich dachte, ich nehme wieder ein bisschen Transparentpapier. Ich habe hier welches, das hat ein bisschen Muster mit drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich das her habe. Es ist ein Reststück. Und habe dann jetzt auch wieder die Buchstaben angesetzt. Dadurch, dass der Name Anke viel kürzer ist, brauchte ich jetzt auch kein großes Stück. Und da passte das halt eigentlich mit dem Reststück ganz gut. Einfach mit Flüssigkleber ansetzen und aufkleben. Natürlich wieder ein bisschen andrücken und auch wieder die Rückseite, sozusagen nur die Buchstaben mit dem Kleber befüllen und ja, dann auf die Karte aufsetzen. Dadurch, dass es Transparentpapier ist, versuche ich dann halt nicht über die Buchstaben hinaus zu gehen. Ich dachte, bevor wir es aufkleben, können wir uns auch noch aus Nähgarn in Silber, ja, Silber nicht, aber in Grau, ein paar Schlaufen setzen und ja, ein bisschen mehr Struktur aufbauen. Dann wieder natürlich das Ganze beschweren. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die ganzen Blätter und Blümchen drumherum anzuordnen. So in etwa, wie ich das vorher hatte. Hundertprozentig ist es nicht so, aber mich stört das nicht. Also es war so eine, sag mal, Idee, mit der es losgegangen ist. Und ich habe hier embosste Transparentblätter. Dann habe ich hier noch welche Stanzungen, ja, ich glaube sogar noch aus meiner Osterbastelei dieses Jahr. Ich habe das ein bisschen drunter gequetscht und ja, einfach um die Buchstaben und um die Stanzteile drumherum geklebt. Ein bisschen Ausgleich geschaffen, links und rechts, dass das halt auf einer Seite nicht zu sehr dominant wird. Hier sind wieder Zweige von Nelly Snellen, die ich auch sehr gerne benutze. Da war es zu lang, da habe ich noch ein Stück abgeschnitten. Wie gesagt, das könnt ihr mit jedem Stanzteil machen. Also kürzen ist gar kein Problem. Je nachdem, wie viel Platz ihr zur Verfügung habt, ist ja manchmal die ganze Länge auch zu viel. Ja, eigentlich ist das jetzt alles so, sage ich mal, Fleißarbeit. Eins nach dem anderen aufkleben. Was ich auch schön finde, zum Beispiel bei Blättern, dass die halt auch verschiedene Farben haben, nicht alle gleich aussehen. Hier ist eine Kombination aus Dunkelgrün, einem richtig krassen Grasgrün und dann so einem ja, Cardstock, der war, glaube ich, geweißt. Also da ist die sozusagen eigentlich grün, aber der ist weiß beschichtet und dadurch wirkt auch alles so ein bisschen matter und heller. Ich habe hier auch noch ein paar Blätter, Rollrosen und ich habe hier noch kleinere Transparentblümchen, die ich noch über hatte. Ungerade Zahlen wirken natürlich auch schöner, deswegen habe ich jetzt rechts 3, links habe ich jetzt 4. Also insgesamt sind es 7. Da habe ich gemerkt, irgendwie wackelt das so ein bisschen und habe dann nochmal das Ganze nachgeklebt. Es dauert ja auch eine gewisse Weile, bis der Flüssigkleber auch tatsächlich ansetzt. Und ja, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber wir konnten das ganz gut retten und das ist eigentlich auch kein Problem. Hier wird das Ganze noch ein bisschen nachgeklebt. Das ist halt alles ein bisschen Prozess. Und was mir auch aufgefallen ist, dass meine Buchstaben etwas schief waren. Deswegen musste ich dann auch ein bisschen korrigieren.
Hier habe ich wieder Nuvo Drops, die ich angefertigt habe. Die sind so transparent mit ein bisschen Glitzer mit drin. Die habe ich dann für die Blümcheninneren oder Blümchenmitten genommen und auch ein bisschen drumherum gestreut. Die großen für die Blümchen, das passte jetzt einfach von der Größe ganz gut. Ich habe da auch kleinere zwischen, die habe ich für die rosanen genommen. Und ich habe noch silberne dazu genommen. Welche es genau sind, werde ich euch in der Infobox wie immer aufschreiben. Ich verlinke das nicht, weil davon habe ich nichts. Es geht nur rein informativ darum, welche Artikel oder welche Produkte habe ich benutzt. Ihr könnt natürlich alles verwenden, was ihr da habt. Es ist ja die Frage, in welchem Farbmuster oder welche Farbkombi überhaupt arbeitet ihr. Dann könnt ihr natürlich mit diesen Artikeln vielleicht gar nichts anfangen. Aber ich versuche einfach zu zeigen, wie ich das mache, mit dem, was ich zu Hause habe. Und ich weiß, dass viele ähnliche oder vielleicht auch dieselben Produkte zu Hause haben und die einfach im Regal vielleicht einfach nur rumstehen und stauben. Benutzt einfach. Benutzt, was ihr da habt. Ihr könnt natürlich auch alles ersetzen. Ihr könnt stattdessen Pailletten benutzen. Ihr könnt Schmucksteine, Halbperlen und, und. Es ist nur, finde ich, schöner, wenn ihr verschiedene Größen miteinander kombiniert. Und wie in dem Fall zum Beispiel ist es auch ganz nett, verschiedene Farben zusammenzusetzen. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Interesse. Und wirkt auch irgendwie ausgeglichener. Also bis auf Rosa und Grün ist die Farbe hier eigentlich auch relativ neutral gehalten. Ich habe mich halt mehr oder weniger an den Hintergrund gehalten. Hier ist wieder die silberne Sprühfarbe, die ich auch schon auf der anderen Karte verwendet habe. Ihr setzt auch Sprenkler. Und natürlich auch Weiß. Diesmal habe ich auf die schwarze Acrylfarbe verzichtet, weil das ist halt eine Mädchenkarte und ich wollte das in dem Fall nicht zu dunkel haben und dachte, dass die schwarze Farbe doch ein bisschen zu viel wäre. Das muss natürlich auch vernünftig antrocknen. Und da hatte ich noch einen Standstyle. Das habe ich irgendwie gefunden. Das war so ein kleines Herzchen. Das habe ich mit Glossy Essence bezogen und habe quasi noch ein weiteres Embellishment hinzugefügt. Hier trocknen wir das Ganze wieder an, damit ich die Karte auch vernünftig auf meinen Kartenrolling. Diesmal habe ich mich für Aquarellpapier in Weiß entschieden, damit wir es quasi zusammenkleben. Und ich dachte, dadurch, dass es für eine Frau ist, kann ich auch ganz gut auch mit Glitzer arbeiten und habe den Nuvo Aqua Shimmer Pen genommen und habe jeden Buchstaben noch nachträglich beglittert. Das ist relativ schwer in der Kamera einzufangen, aber ich denke mal, ihr könnt euch in etwa vorstellen, also wer das kennt, weiß, wie toll das schimmern kann. Hier habe ich ein Stück Pappe. Da habe ich mir wieder die Stellen markiert, wie groß mein Aufleger bzw. mein Zwischenleer sein kann. Das ist eine Pappe und die wird einfach jetzt auch sozusagen zwischengeklebt. Einmal auf meinen Aufleger und dann auf den Kartenrolling. Auch hier wieder erst mit doppelseitigem Klebeband arbeiten und dann mit Flüssigkleber. Das ist halt meine Vorgehensweise, das bevorzuge ich. Ich kann mit dem Flüssigkleber ganz gut dosieren und kann halt wirklich jeden Bereich der Pappe treffen. Und ich finde, wenn es klebt, dann klebt es wirklich auf Dauer. Also ich habe noch nie Probleme mit meinem Flüssigkleber gehabt. Früher mit, ich sag mal, Schaumstoff, es hat sich teilweise durchgefärbt oder es hat sich gelöst mit der Zeit und ich möchte schon, dass die Karten ein bisschen, eine gewisse Zeit zumindest überdauern, dass sie sich nicht nach einem Jahr schon wieder auflösen. Von der anderen Seite natürlich wieder das gleiche Spiel. Erst doppelseitiges Klebeband und dann Flüssigkleber. Und dann ist die Karte ja so gut wie fertig. Also dann haben wir es geschafft.
das Ganze schön andrücken. Und ja, somit ist diese Karte auch fertig. Mir ist aufgefallen, dass ich mich da irgendwie vertan habe beim Zuschnitt, beziehungsweise mein Hintergrund war zu kurz. Und da habe ich dann kurzerhand 1 mm oder 2 mm weggeschnitten. Und jetzt so sieht die Karte halt passend aus. Beide sind fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Und vielleicht war das eine Inspiration für euch. Ich verabschiede mich und würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.